Moin Moin und Moinsens, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim für die Nintendo Switch. Lang ist es her, aber zwischendurch will ich immer wieder mal eine Folge machen. Und ja, die letzte Stand bei Skyrim ist eigentlich, dass wir das Spiel natürlich, wir haben es einmal durchgespielt, die Hauptstory. Aber es gibt ja noch so viele Nebenquests und so viele zusätzliche Sachen. Und jetzt machen wir halt, mal reingehen, befreien halt Falkenring. So, und wir sind auch schon fast dahin geortet, deswegen gehen wir mal runter hier, was hier abgeht. So, kann man denn reden? Wir werden die Soldaten der Armee glitzern wie frisch gefallener Schnee und klappern so laut wie Töpfe in der Küche. Sie sind in diese Richtung unterwegs, ganz klar. Bei den Neuen, ich hasse das Warten, dieses verdammte Warten. Du gehst ja in die falsche Richtung, würde ich sagen. Ich glaube, wir müssen da oben zu diesen Pfeilen dahin. Lass wir gehen. Gucken, ob wir da selber irgendwie hinkommen. Ja, in diese Richtung sein eigentlich, ne? Bin nicht verkehrt. Ach, guck mal hier. Schnacken wir mal den hier im Lager. Sehen, was die uns sagen können. Hallöchen. So, das Kaiserreich ist schwach. Dieser gottlose Kaiser soll sich seinen verdammten Vertrag in die dampfenden Tiefen seines ihr wisst schon was stecken. Ihr brecht zur Festung Neugrad auf. Okay. Die halten dort ein paar von unseren Jungs gefangen. Aber mit etwas Glück können wir das zu unserem Vorteil ausnutzen. Ich habe ein paar Männer losgeschickt, um die Gegend auszukundschaften. Trefft euch mit ihnen, findet einen Weg hinein, befreit unsere Leute und übernehmt die Festung. Mit einem Angriff von innen werden sie nicht rechnen. Es wird nicht einfach werden. Aber deshalb schicke ich ja euch. Habt ihr auch das Zeug dazu? Natürlich! Nichts, womit ich nicht zurechtkomme. Ausgezeichnet. Lehrt diese räudigen Hunde, die Neuen zu fürchten. Probieren wir. Tschüpp. So. Gut, schauen wir auf die Karte. Befreiung von Festung Neugrad. Machen wir jetzt mal gut, eiern wir mal dahin. Was sind die denn hier? Eure Haut ist schneeweiß. Fürchtet ihr euch etwa vor dem Sonnenlicht? Nein. Und wer nochmal so viele Fragen stellt, der wird ein Kopf kürzer gemacht. Verstanden? Bei den Neuen, ich hasse das Warten, so. Dieses verdammte Warten. Waffen weg. Gerade nicht. Oh. Naja. Weit wird es ja nicht weg sein können, eigentlich. Hoffe ich zumindest. Warte, kannst du sehen auf der Karte? Naja, da können wir schnell zu Fuß hinlaufen, ne? Oh. Ja, es ist wirklich sehr lange her, dass wir es gespielt haben. Was auch daran liegt, dass andere Spiele halt rauskommen und ich gerne immer andere Spiele auch spiele und natürlich nicht nur bei einem bleiben will. Aber Skyrim ist so ein Endlos-Projekt, kann man sagen. Man kann immer wieder neue Sachen machen. Ich werde irgendwann auch mal mit dem Crafting anfangen und mit dem Häuserkauf und vielleicht einrichten und so. Aber das hat alles noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was als nächstes mal gespielt werden soll für die Nintendo Switch. Im Moment kommt nicht gerade so viel raus, aber es wäre ja trotzdem nett zu wissen. Hallo. Dann fragen wir mal hier. Moinsens. Roloff. Ich erinnere mich an euch. Ihr wart bei Helgen bei uns und bei Weißlauf. Schön, euch dabei zu haben. Wie geht es euch? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Das höre ich gern. Das muss unbedingt gut gehen. Das ist mein erstes echtes Kommando nach meiner Beförderung nach Weißlauf. Wisst ihr? In manchen Nächten sehe ich den Kampf mit geschlossenen Augen vor mir toben, als wäre ich immer noch dort. Das kenne ich. Werdet ihr von den Männern heimgesucht, die ihr getötet habt? Ich ja. Ich nicht. Wenn ihr sie nicht getötet hättet, dann hätten sie euch getötet. Steht da, nur wilde Tiere töten vollkommen gefühllos. Ihr werdet wohl recht haben. Es heißt, es würde leichter werden.
Ich bin gar nicht sicher, ob das gut ist. Aber lassen wir das. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Recht. Wie lautet dein Plan? Wir haben eine Höhle unter dem See entdeckt. Wenn wir Glück haben, führt sie in das Gefängnis. Ihr müsst dort hineinschleichen, unsere Männer befreien und alle anderen darin töten. Sobald die Gefangenen gerettet sind, geht hinaus auf den Hof. Wir stehen hier draußen Wache. Sobald wir Kampfgeräusche hören, kommen wir hereingestürmt. Hört sich spaßig an. Also gerade ist er noch fast am Heulen gewesen, weil er so viele Leute getötet hat. Und jetzt auch hört sich spaßig an. Und du musst in der Höhle alle töten. Und eventuell führt ja auch die Höhle auch noch zum Gefängnis. Ich meine, das ist natürlich schön. Okay. Wartet lieber bis zum Einbruch der Nacht, bis ihr euch hineinzuschleichen versucht. Talos schütze euch. Gut. Versuchen wir da hinzukommen. Schleiche dich in die Festung. Befreie die Gefangenen. Erobere die Festung. Du musst erstmal den See finden. Da muss natürlich keiner sehen. Was ist die Festung? Da sind natürlich sehr viele Wachen. Er rennt schon los und kämpft. Ist das richtig? Gut. Dann gehen wir wohl auch rein und kämpfen, würde ich sagen. Alles. Mehr habt ihr nicht drauf? Ich habe genug von euch! Oben hier auch. Nicht drauf! Das ist geil, dass das die letzten Worte sind, oder? Mehr habt ihr nicht drauf! Ab in die Festung! Dumm, dumm, dumm. Ja, ist natürlich eine Quest, die man hätte früher machen sollen. Jetzt ist es wahrscheinlich zu einfach. Aber egal. Man will die Geschichten ja auch beenden, die man angefangen hat. Hallöchen! Geht nicht, okay. Da hast du es. Ich hab mir einen Pfeil in der Brust. So. Weiter. Einiges an Gegnern hier. Wahrscheinlich. Aber erstmal befreien wir die Leute hier, oder war auch einen, den hätte ich befreien können, ne? Nee. Den ich töten muss. Ein Kistchen. Aufschließen. Gerade gefühlt. Immer. Okay. Warte mal. Zumindest vibrierte es gerade da drüben. Ganz sicher. So. Nehmen wir mit. Neue Stufe. Sehr gut. Was rein? Wir erhöhen mal unsere Gesundheit. Ernährung zum Verbessern. Störung.
muss mich gleich mal drum kümmern. Erstmal machen wir das hier. Genug! Jetzt genug. So, ich muss euch leider alle töten, steht da. Bam, 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 bam. Okay. Oh, hier ist ein Trainingsraum. Bin ich verkehrt? Müssen wir da hinten links? Ist der Weg? Irgendwo gibt es hier noch mehr von denen. Naja, ich finde die schon. Die sind da drüben drin. Voll rauf. Der Kerker. Kerker. Bin gespannt. Hier unten sind auf jeden Fall welche. Und runter. Holt mich hier raus. Schnell. Ich versuche es. Hey! Schnell! Oh. Danke. So, das war. Ja, schnell, schnell, schnell. Diesen Dreckskerl. Jawohl. Und die kommt auch noch raus. Alle befreit. Achso, das ist geil. Ich hätte auch einen Schlüssel nehmen können hier, ne? Weshalb seid ihr den Sturmmänteln beigetreten? Ich will mir nicht von irgendeinem Elfenschnösel sagen lassen, welche Götter ich anbeten kann und welche nicht. Haltet die Augen offen. Hervorragend. Geht ins Lager zurück und meldet unseren Erfolg. Ich bleibe hier und räume auf. Okay. Ich bin froh, dass ihr da wart. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Na gut. Okay, ein bisschen was befreit. Und ab zum Lager. Dann laufen wir schneller hin. Und so weit war es ja nicht weg, da können wir hinlaufen. Soll ich mal irgendwann mal ein Pferd besorgen? Ich weiß allerdings nicht, ob ein Pferd so schnell ist. So. Komm, lauf noch ein bisschen schneller. Okay. Dann schnell weg. Schon. So, sind wir schon gleich wieder da? Oh, ein Fuchs. Bleib stehen, Fuchs. Du da nix. Ach Mist, wir sind komplett außen rum, ne? So, also, ja, jetzt haben wir den hier befreit. So, gehen wir mal kurz einen Bericht erstatten und und hören dann, was er denn zu sagen hat zu uns. Bin ich hier irgendwie den falschen Weg gelaufen gerade? Kann das sein? Bin ich so weit weg? Ja,
Wir müssen da hin. Komm, kannst du noch hoch? Komm her. Das ist ein Glitch. Und niemand geschadet. Ah, da komme ich nicht hoch. Hier längs vielleicht? So, hätte jetzt auch keine Lust gehabt, einmal außen rum zu rennen. Bin ich so weit weg davon, wo ich hin soll? Bin ich nicht. Muss ich ganz da zurück und Befehle hören? Windhelm? Okay, dann gehen wir noch zu Ulrich. Eine kleine Schnellreise. Mal sehen, was der uns zu sagen hat. Ja, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, merke ich gerade. So sehr mich die Euphorie am Anfang bei Skyrim auch gepackt hat, muss ich selbst zugeben, dass sie lässt ein bisschen nach. Aber es kann jetzt auch an den Quests liegen, weil das jetzt noch nicht die Hardcore-Quests sind. Ja, mal sehen. Das liegt ja auch daran, dass ich natürlich zu weit bin für diese Quest. Aber trotzdem hätte ich mich dafür so ein bisschen... Och, die Ladezeiten nerven mich auch besser. Aber das macht nichts. Ja, also neues Futter für die Nintendo Switch kommt ja jetzt bald. Ich weiß nicht, ob ich glaube Donkey Kong Tropical Freeze habe ich bei der Wii U übersprungen. Hole ich mir da vielleicht nochmal für die Switch. Und wenn ich das nicht mache, war eigentlich mein Plan... Eigentlich immer noch mein Plan. Mein Plan war eigentlich, den Verlust von Rift Dark Souls zu holen. Aber ich habe gesehen, es wurde jetzt verschoben wieder. Ich bin stolz, dass wir Falkenring vom Kaiserreich befreien konnten. Auf vielerlei Art ist es das Herz und die Seele von Himmelsrand. Ganz zu schweigen von seiner strategisch günstigen Lage. Manche Brüder nennen euch inzwischen Knochenbrecher, wegen eurer Wildheit und Entschlossenheit. Ein passender Name. Also werden wir euch jetzt alle so nennen. Der Krieg verlangt uns so vieles ab. Und wir geben ihm und dem Volk alles, was wir haben. Aber etwas habe ich doch behalten, um es euch als Anerkennung zu geben. Bitte nehmt dies im Namen aller Brüder und Schwestern. Und ich brauche fähige und loyale Krieger in meiner Nähe. Darum möchte ich euch eine Heimat in Windhelm bieten. Sprecht mit meinem Vogt, der alles in die Wege leiten wird. Aber was passiert jetzt? Ihr werdet in Hjalmarsch gebraucht. Es gibt viel zu tun. Was genau soll ich da machen? Ihr werdet genau das tun, was Galmar euch befiehlt. Und für so viel Chaos wie möglich im Namen des Kaiserreichs und jedes Jahr sorgen, der es unterstützt. Einverstanden. Geht mit den Göttern. Aber geht. Gut, machen wir. Jetzt habe ich wieder so ein fettes Schwert bekommen. Ja, ich kann nicht so viel tragen, ich weiß. Das ist jedes Mal bei mir so. Bin da irgendwie nicht so der Fähigste. So. So, liebe Leute. Ich werde natürlich die nächste Quest machen. Aber. Die Dunmeer nehmen. Da ich jetzt lange nicht mehr drin war in dem Spiel, also wirklich lange, also einen Monat oder so, und ich zwar noch viele Quests habe, die offen sind, also da kann man die Questler gucken. Die ist ja wirklich, da sind ja schon einige Sachen, die auch offen sind. Frage ich euch einfach mal, was wäre das nächste, was ich machen sollte? Wenn ihr mir da irgendwie in die Kommentare was schreiben könntet, dann würde ich direkt darauf eingehen und eins von den Sachen wählen, die ihr mir da reinschreibt. Allerdings bräuchte ich natürlich eine kleine Anleitung dazu. Ihr müsst mir wahrscheinlich sagen, wo ich die Quest finde und wie ich sie starten kann, beziehungsweise was ich da vorher erledigen muss, vielleicht gibt es ja Vorquests. Das wäre ja schon ganz cool und vielleicht auch irgendwann eine spannende Quest-Serie. Ja. Das würde ich cool finden. Bis dahin lasse ich diese Folge jetzt auslaufen. Die ist nicht so lang gewesen, jetzt hier 20 Minuten, aber einfach nur, um nochmal reinzukommen. Und dann würde ich sagen, dann machen wir mal so 2 Folgen jede Woche. Ja. Also, wenn ihr Lust habt dazu, schreibt bitte was rein. Ansonsten wünsche ich euch trotzdem einen schönen Abend. Lasst einen Daumen hoch da, vielleicht sogar ein Abo. Bis dahin, tschüss.